Ja, hallo zu einem neuen Samstag mit dem Ben. Thema diese Woche ist Störfaktoren bei Testosteron. Da meine Kamera heute irgendwie spinnt und ständig sagt, der Speicher ist voll, versuche ich jetzt hoffentlich an alles zu denken, nachdem ich dieses Video jetzt zum 10. Mal drehe. Also, ich zähle erstmal die Störfaktoren auf und würde dann einfach genauer auf die Störfaktoren eingehen. Erstmal auf jeden Fall die genetische Veranlagung. Östrogen, Begleiterkrankungen, sowas wie, weiß ich nicht, Übergewicht, Nierenerkrankung, Bluthochdruck, Lebererkrankung, Herzerkrankung und so weiter. Vielleicht auch sowas wie Alkohol- und Drogenmissbrauch, Stimmungsschwankungen und auf jeden Fall auch Zeit und Geduld. Ja, genau. Gehen wir mal auf den Störfaktor genetische Veranlagung ein. Also zunächst ist ja jeder Körper einfach anders. Es gibt ja Körpertypen, die sehr viel Östrogen produzieren, die anderen produzieren eher weniger Östrogen. Das heißt, der eine Körper verbraucht das Testosteron vielleicht auch schneller, der andere eher weniger schnell. Ja. Dann gibt es natürlich auch unseren großen Störfaktor Östrogen, der da dran hängt. Also generell ist es ja einfach so, dass Östrogen ja nun mal das Testosteron blockiert und unser Körper ja immer wieder Östrogen produziert, aber kein Testosteron. Und wenn das dann zugeführt wird, hat man natürlich viel Testosteron und dann wird es ja mit der Zeit langsam abgebaut. Das wiederum führte bei mir zum Beispiel zu Stimmungsschwankungen. Also wenn ich gemerkt habe, am Anfang vom Intervall ist das Testosteronniveau sehr hoch und das Östrogen ist dann niedriger, dann ja, war ich schnell gereizt und je mehr es aufs Ende vom Intervall ging und das praktisch wieder gewechselt hat, ja, war im Prinzip am Ende vom Intervall war ich auch sehr gereizt, weil einfach der Östrogenwert wieder sehr hoch war und der Testowert sehr niedrig. Da habe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach sagen wollte, nee, ich mache das jetzt später, habe ich dann sehr harsch reagiert und so irgendwie so, nee, mache ich jetzt später. Also so, ja, dass es gleich irgendwie böse gemeint war, obwohl es überhaupt nicht böse gemeint war. Also, ja, das ist mir auch selber bewusst gewesen, aber das erstmal steuern zu können, ist schwierig. Also da merkt man vielleicht auch erstmal, was so eigentlich die Hormone mit dem Körper machen und auslösen. Ja, genau. Also Östrogen ist auf jeden Fall ein großer Störfaktor. Auch in dem Sinne, dass man sagen kann, okay, wenn man jetzt so Begleiterkrankungen hat, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder so, und man möchte dann einen positiven Störfaktor nehmen, also sowas wie ein Östrogenblocker, der die Östrogenproduktion blockiert, ist es oft schwierig, wenn man die nicht verträgt. Also zum Beispiel, ich habe, glaube ich, Tamoxifen genommen. Das habe ich so ja gut vertragen, aber dann habe ich davon starken Schwindel und Bluthochdruck und sowas bekommen und konnte das nicht mehr nehmen. Und ich finde, in dem ersten Jahr, wo ich es genommen habe und das Östrogen blockiert war, war die Testosteronausbreitung, Ausfaltung, Verarbeitung des Testosterons besser. Also ich habe das äußerlich eher gespürt. Und als ich die dann nicht mehr nehmen konnte, weil ich die nicht mehr vertragen habe, fand ich, ging das mit dem, ja, war die Auswirkung oder Ausbreitung von Testosteron irgendwie schlechter. Also ich finde, mein Bart war damals irgendwie, also die Barthaare an sich waren dicker und dichter. Die Stimme fand ich war auch ein bisschen tiefer, aber vielleicht ist das auch alles nur Einbildung. ja. Zurück zu den Störfaktoren. Ja, also wie gesagt, das kann natürlich auch ein Störfaktor sein, ein positiver Störfaktor, aber auch ein negativer, wenn man natürlich Begleiterkrankungen hat, wie zum Beispiel irgendwie, dass man vielleicht nur eine Niere hat oder dass man Lebererkrankungen hat oder irgendwie einen Herzklappendefekt oder keine Ahnung.
Das sind natürlich alles irgendwie Störfaktoren, denn man sollte sich bewusst machen, dass Testosteroneinnahme nun mal auch eine sehr große Strapaze für den Körper ist. Also der Körper versucht ja dauerhaft diesen Schadstoff, für ihn Schadstoff, wieder abzubauen. Und wenn der Körper natürlich dann sowieso geschwächt ist, fällt es dem einfach schwerer. Also wenn ich zum Beispiel auch den Störfaktor Alkohol- und Drogenmissbrauch betrachte, ist es ja auch so, wenn der Körper, weiß ich nicht, jeden Tag Alkohol zu filtern hat und noch Testosteron, ist es natürlich schwieriger für den Körper. Deswegen sagt man allgemein, ist sowieso eine gesunde Lebensweise, also viel Sport, gesunde Ernährung, viel Schlaf ist einfach für den Körper besser, weil der Körper gesünder ist und somit auch Testosteron im Prinzip besser verträgt. So sagt es die Theorie. In der Praxis, denke ich, ist das bei jedem, bei dem einen besser spürbar, bei dem anderen schlechter spürbar. Also bei so Sachen wie Übergewicht oder so lagert sich Testosteron ja auch eher in den Fettzellen ein und wird von den Fettzellen auch mitverbraucht und nicht nur von den Muskeln. Das heißt, es ist vielleicht auch, ja, wird auch schneller von den Fettzellen im Prinzip verbraucht. Das heißt jetzt aber nicht, dass das bei jedem gleich sein muss und dass jemand, der Übergewicht hat, kein männliches Aussehen bekommen kann oder so. Das ist nicht so. Also, ich meine, ich bin jetzt auch kein schlankes Reh und habe jetzt trotzdem einen Bart bekommen und eine tiefere Stimme. Also, so sagt es mal die Theorie, aber das ist. Also die genetische Veranlagung ist ja bei jedem einfach anders. Natürlich ist es einfach der Optimalfall, dass man eine gesunde Lebensweise hat und somit auch das Testosteron besser vertragen kann, sage ich mal. Ja, damit hätten wir Östrogen und Stimmungsschwankungen schon mal abgedeckt. Ja, vielleicht auch so ein Störfaktor einfach die Zeit und die Geduld. Also ich finde immer, man will am Anfang, man denkt, okay, man nimmt die erste Testospritze oder den ersten Gelbeutel und denkt dann, yay, gleich geht's los und alles wird super und ich kriege direkt in 2 Wochen Barthaare und bin Muskelpaket und habe eine tiefe Stimme, alles ist super. Aber so ist es ja halt in der Praxis nicht. Also es gibt tatsächlich Fälle, bei denen dauert es ein Jahr oder 2, bis überhaupt irgendein Barthaar sichtbar ist, ja. Oder es gibt Menschen, die haben ständig ja, da verändert sich die Stimme nicht so extrem. Dann gibt es welche, die haben eine Stimme wie ein Bär nach direkt schon 2 Wochen. Also das ist einfach bei jedem anders und man muss sich da tatsächlich einfach in Zeit und Geduld üben, auch wenn es nervig ist und einen echt stört, dass man so lange warten muss auf gewisse Sachen, die man durch Testosteron einfach sich erhofft. Braucht man aber trotzdem leider Geduld und Zeit. Ja, genau. Also, wie gesagt, ich denke auch so Sachen wie Alkoholmissbrauch, wenn es wirklich ein Missbrauch ist, dass man sagt, okay, weiß ich nicht, man trinkt irgendwie jeden Tag, dann ist das natürlich sehr anstrengend für den Körper. Ich glaube aber, dass wenn man mal auf Geburtstagen was trinkt oder wenn man ab und zu mal, weiß ich nicht, mit Freunden weggeht oder mal an ja, irgendwelchen Festivitäten wie Weihnachten oder sowas trinkt, dann glaube ich, ist das eine normale Strapaze für den Körper, die er gut verarbeiten kann, wenn man sowieso einen gesunden Körper hat. Da ist dann, denke ich, glaube ich, nichts gegen einzuwenden. Ja, genau. Damit hätten wir, glaube ich, habe ich, glaube ich, alle meine Störfaktoren so grob erklärt. Also Östrogen, Übergewicht, Bluthochdruck, alle sämtlichen Körpererkrankungen, die der Körper hat, solche Sachen wie Alkoholmissbrauch, Stimmungsschwankungen und eben Zeit und Geduld. Das sind so meine persönlichen Störfaktoren, die mir dazu eingefallen sind oder auch eben nicht. Also ich meine, Alkoholmissbrauch ist jetzt kein persönlicher Störfaktor von mir. Ich selber trinke eigentlich fast nie Alkohol. Ja, aber das sind eben die Sachen, die mir da so zu eingefallen sind. Vielleicht findet sich der ein oder andere in manchen Sachen ja wieder. Ja, was ich euch mit auf den Weg geben kann, ist einfach,
Wirklich, habt Geduld und Zeit, hört auf euren Körper, tut eurem Körper Gutes und dann klappt das früher oder später auch auf jeden Fall mit den positiven Auswirkungen, die man sich durch Testosteron erhofft und auch haben möchte und haben kann. Ja, genau. Also ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche und wir sehen uns Samstag wieder.